Wir müssen dringend schauen, dass wir hier noch eine weitere Armee heranbringen. Idealerweise sowohl in Texas als auch gegen Kalifornien. Und scheinbar gab es da Krieg zwischen Portugal und der Tschechoslowakei, die jetzt faschistisch ist. Ah ja. Na gut, dass sie die Deutschen besiegt haben. Und sie sind der Sowjetunion beigetreten, weil das macht sicher sehr viel Sinn. Was ist denn hier los? Wollen die zusammen jetzt hier Polen angreifen oder was? Boah, Tschechien, ey. Sehr spannender Werdegang. Und jetzt ist hier irgendwie... Was ist hier passiert? Das verstehe ich gerade nicht so ganz, warum jetzt das hier den Sowjets gegeben wurde. Die wollen einfach Budapest haben scheinbar. Wir bekommen noch ein paar Dinge aus Ecuador. 2 Fighter, dankeschön. Aber ja, unser Problem ist eben, dass wir nicht genug Kräfte haben, um hier oben wirklich vorzurücken. Wir bräuchten auf jeden Fall Gebirgsjäger noch, um hier in Kalifornien vorzurücken. Weil mein Ziel wäre da, einfach nur wirklich San Francisco zu nehmen. Andererseits würde das heißen, wir müssten hier eine riesige Front schützen. Es würde zwar die amerikanische Produktion schwächen, aber ich weiß nicht. Gerade generell, Nevada, New Mexico, Arizona können wir eigentlich alles ignorieren. Indonesien ist unabhängig, das ist sehr cool. Und sie treten alle nicht mir bei, das ist ja bedauerlich. Wir wollen halt diese Gebiete eigentlich ignorieren. Also alles, was hier ist, können wir ignorieren, das ist wirklich egal. Höchstens halt Kalifornien, das wäre wichtig. Und die Philippinen haben kapituliert, weil Japan sie besetzt hat, okay. Und es gibt zwei verschiedene Indonesien. Es gibt die Pacific Front, das sind die Kommunisten im Pazifik, also Australien, die Australische Volksrepublik, China und Indonesien. Und dann gibt es auch das Indonesien der Niederländer, das aber auch unabhängig geworden ist. Was sehr komisch ist. Das ist ein sehr komisches Land. Also wir sind für die hier auf jeden Fall. Ich wünsche schon, die werden uns beigetreten. Das wäre schön gewesen, aber nein, hat nicht sein sollen. Ich weiß halt nicht, wie wir hier dieses Stalemate brechen können. Wir bräuchten theoretisch deutlich mehr Sturzkampfbomber. Die bauen wir aktuell auch, aber eben sehr langsam. Das heißt, wenn wir hier mal... French Commune, könnt ihr uns mehr geben? Das hilft zumindest ein bisschen, ne? 3 pro Woche ist halt auch echt nicht viel, ne? Die Yalta-Conference macht jetzt nicht viel Sinn, da die Deutschen eigentlich schon besiegt sind, aber... Die Briten... Ich bin gespannt, was die machen werden, ob es noch irgendwas gibt, ob jetzt die USA noch irgendwas tun werden, weil die werden immer scarier, ne? Wir haben nur 5% Aufklärung, die werden immer stärker, ist das Problem. Wir haben keine Intelligence Agency, dafür wird es echt mal Zeit, dass wir mal einen erstellen und mal so ein bisschen schauen, was die Amerikaner haben. Und wir brauchen dringend mehr Fabriken, damit wir dann hier auch Züge bauen können. Wir benötigen immer noch 13 Züge. Also ja, es mangelt in allen Ecken. Ich hatte die Hoffnung, dass wir als Mexiko spätestens an diesem Zeitpunkt schon, oder zumindest jetzt frühestens eher, schon bereit wären, eventuell zu schauen auf den Krieg gegen die USA. Das ist jetzt in weiter Ferne. Denn wir haben keine starke Allianz. Wir haben eigentlich nur San Salvador. Die haben wie viele Divisionen? 6. Und Panama ist besetzt und die haben eine Division. Also ja, im Süden stehen die Achsenmächte. Südamerika ist ein komplettes Chaos. Das seinesgleichen sucht. Wir bekommen immerhin ein paar alte Sowjetflieger aus Spanien. Das ist sehr lieb. Wir bekommen weitere Flugzeuge aus Litauen. Dankeschön. Also, ja, wir bekommen wirklich mehr per Schiff pro Woche, als wir selbst produzieren. Ist auch ein bisschen traurig. Aber immerhin, wir haben genug Artillerie. Cool. Wir haben echt unsere Vorräte an Artillerie aufgestockt. Einfach an internationalen Shipments. Das ist ziemlich cool. Und Malaysia ist beigetreten, der Sowjetunion. Das ist cool. Ein Bürgerkrieg dort tatsächlich. Und Party of Revolution geht nur, wenn wir den Fokus Communist Revolution gemacht haben. Haben wir den nicht? Was brauchen wir denn dafür? Warte, Communist Revolution? Haben wir nicht irgendwo mal sowas? Wo wäre denn, wenn man das hier mal suchen würde? Wo wäre denn... jetzt habe ich dieses Pop-Up die ganze Zeit hier. Wo ist denn, kann ich das mal, hallo? Kann ich das bitte, kann ich das, hallo? Nee, kann ich nicht, okay. Haben wir doch gemacht, hallo hier. Warum kann ich jetzt hier nicht, Ach, er ist not completed, ach so. Er ist not completed. Ah ja.
Verstehe. Okay, dann eben nicht. Dann machen wir das nicht. Dann werden wir stattdessen, I guess, die Aviation Workshops machen. Weil ganz unten, da kommt noch eine weitere Fabrik auf uns zu. Das wäre cool. Und wir haben hier die nächste Doktrin. Sehr schön. Die USA wollen Zugang, eher nicht. Und ach, du ahnst das nicht. Aha. Mehr Kriege, die gemerged werden, wo man keinen Überblick behält. Cool, cool. Wie sehen die Verluste aus? Brazilian British War, da sind wir doch drin. Wir haben insgesamt 25.000 verloren. Das ist nicht so viel dafür, dass wir hier in sehr schlechtem Terrain kämpfen mit sehr schwierigen Divisionen. Die meisten davon gegen die Deutschen, ein bisschen was gegen UK und 2.300 gegen Guatemala. Und die Deutschen selbst, die haben bisher verloren gar nichts gegen uns. Nichts, was man hier sehen könnte. Also weniger als 46.000, okay. UK hat verloren auch nichts, was man sehen kann. Schade. Höchstens dann vermutlich Guatemala, die haben verloren 8.000 gegen uns, nur 2.000 gegen uns, okay. Das ist, ich nehme an, unsere Verluste werden sehr ähnlich sein. Sie haben vielleicht ein bisschen mehr verloren als wir, weil sie angegriffen haben, aber das war's wohl. Obwohl, wir haben doch schon einiges von den Briten zerstört. Wir hatten einige Divisionen eingekesselt, ne? Der Schaden müsste schon eigentlich beträchtlich sein. Wir erforschen mal die Mountain Infantry in der ganz, ganz stillen Hoffnung, sie auch bauen zu können. Dass wir dann hier auch vorrücken könnten, vielleicht, eventuell, ich weiß es nicht. Wir haben hier einige Supply-Depots auch, ne? Die Amerikaner haben die Depots direkt an der Grenze. Wie auch wir eigentlich. Wir stehen hier oben nicht sehr dünn, aber theoretisch könnten wir also sehr schnell ihren Supply einnehmen und sie damit auch stark schwächen. Wenn das Depot hier fällt, dann ist zumindest die Area hier wegen den Gebirgen nicht besonders gut versorgt. Und na gut, hier könnten wir... Hier ist quasi die ganze Area um Lubbock nicht sehr gut geschützt. Also der ganze Westen von Texas ist eher schwer versorgt. Hier ist keine Eisenbahn, kein Depot. Das heißt, wenn wir das hier einnehmen und das hier El Paso, dann wäre hier zumindest für die Amerikaner Widerstand sehr schwierig. Hier wollen wir auch durchbrechen. Das heißt, unser Ziel müsste es sein, Dallas schnell zu erreichen. Ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für die Versorgung. Die nächsten Linien gehen erst hier oben lang. Das heißt, wenn Dallas fällt, dann wäre hier schon mal alles ein bisschen schwieriger zu versorgen. Also Dallas wäre unser Ziel quasi. Wir müssten Dallas einnehmen, vielleicht am Red River unsere Verteidigung aufbauen, irgendwie sowas in der Art. Ja, ich weiß es nicht. Das wäre der einzige Plan, den ich hätte. Aber das wird schwierig. Und die Tschechen sind hier? Ah ja. Ich weiß halt nicht, die Amerikaner, die müssten halt eben irgendwo beschäftigt sein. Das wäre die einzige Hoffnung, die ich hätte, dass die Amerikaner irgendwo beschäftigt sind, dass sie irgendwo Truppen haben, die ich sehen kann, dass irgendwie hier Krieg ausbricht zwischen ihnen und Tschechien und wir bekommen hier, oh, beinahe jemanden. Wer ist beigetreten? Nein, oh, warum tret ihr denn denen bei? Ich hatte keine Sekunde Zeit, darauf zu reagieren. Das wäre toll gewesen. Die wären so wichtig gewesen für uns. So wichtig. Mist. Okay, das wäre toll gewesen. Warum treten die denn denen bei? Die sind nicht mal kommunistisch. Warum nicht uns beitreten? Ihr seid sogar in derselben Sphäre des Einflusses. Schade. Aber sie werden jetzt hier vorrücken und vielleicht sogar für uns dann Panama befreien. Das wäre cool. Dann müssten die hier theoretisch darauf reagieren. Von die Mandschurei ist jetzt auch hier. Wir bekommen Freiwillige aus Spanien. Das wäre super lieb. Dankeschön. Kann ich dringend gebrauchen. Aber jetzt brauchen wir ganz dringend Züge. Wir haben keine Züge. Wir müssen dringend hier mal die Zugproduktion starten. Und die kostet auch Stahl. Wer hätte es gedacht? Die kostet natürlich Stahl. Und Stahl haben wir nicht. Wir haben eigentlich gar nichts. Also wir haben schon was, aber es ist nicht genug. Wir haben viel Öl. Das ist cool. Verkaufen wir das eigentlich? Wir haben ein bisschen was davon. Wer kauft denn hier Öl ein? Niemand. Ach so. Wir verkaufen etwas Tungsten, also Wolfram. Und ein bisschen Stahl. Wir verkaufen Stahl. Ach so, stimmt, weil wir... Ich finde das immer auch ein bisschen merkwürdig, diese komischen Gesetze für die Handelspolitik. Weil Stahl brauche ich doch. Das wäre eigentlich unideal, den zu verkaufen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Können wir denn... die Frage ist jetzt, ich habe das selten mitgespielt mit diesen Gesetzen hier. Würde es Sinn machen, das zu ändern? Limited Exports würde halt die Factory Output um 5% reduzieren. Dafür bekommen wir mehr Ressourcen. Was haben wir eigentlich selbst, was wir benötigen? Wir produzieren eigentlich, ja gut, nur Stahl. Wir produzieren auch Reifen. Brauchen wir auch, weil wir davon 4 weggeben. Also eigentlich gar nicht. Niemand kauft ihn, aber wir geben trotzdem 4 Reifen weg für nichts. Die lösen sich einfach in Luft auf. Das heißt,
Das wäre schon gut. Und auch, auch die Stahlgeschichte, das wird 16 Stahl uns bringen. Dann könnten wir hier, das wird sich mega lohnen, da könnten wir hier gleich mehrere Fabriken einsparen, also zumindest zwei Fabriken einsparen, dafür mehr Stahl bekommen und dann mehr bauen. Das wäre eigentlich schon eine ganz gute Sache, oder? Also ich glaube, das macht schon Sinn für uns, hier mal den Export ein bisschen zu beschränken, weil das ist ja so nicht okay. Und Öl verkaufen wir eh keins, also warum überhaupt exporten, wenn es eh nicht weggeht? Also ich denke, wir machen das. Wir schränken den Export ein für unsere lokale Industrie, das macht schon Sinn. Und wir bauen die ersten Züge endlich, 6 pro Jahr. Oh, juhu. Ja, mit Mexiko haben wir keine leichte Zeit hier. Sie greifen uns echt weiter an, obwohl sie eine Front haben. Sehr mutig. Aber eigentlich müssen die Deutschen da irgendwann keine Ressourcen mehr haben, ne? So, Military Aviation. Dankeschön. Und dann greifen wir hier mal an, nur zum Testen. Na, das wird nix, das wird nix. Dafür bekommen wir neue Doktrine sogar. Battlefield Support, dankeschön. Wie viele Flugzeuge haben wir eigentlich jetzt? Wo sind die Flugzeuge? Hier. Wir haben 129 Fighter. Okay, wir kommen langsam in die richtige Richtung. Dem hier einen Transport Plane, aha. Das wir aufhalten. Cool. Und wir haben gerade irgendwo einen Konvoi versenkt. 5 japanische Konvois, sehr cool. Also wir kommen langsam in die richtige Richtung. Das sind alles übrigens Flugzeuge aus der Welt. Ach, du Arzt nicht. Überlegt mal, damit eine Fliegerstaffel aufzubauen. Das ist ja alles irgendwas anderes. Aus der ganzen Welt, irgendwelche Flugzeuge. Das ist der komischste Dogfight ever. Ihr wisst gar nicht, gegen wen ihr spielt. Das sind Flugzeuge aus allen Teilen der Welt. Damit ein Luftkampf wäre für den Gegner so unfassbar verwirrend. Wir haben hier Doppeldecker, modernere Flugzeuge, irgendwas Britisches, alles Mögliche aus Osteuropa, aus Südamerika, alles Mögliche. Aber alles davon einfach eher schwach. Alle 36er, nur die 30er, hier sind die Doppeldecker. Hm. Und die Divebomber dagegen, die sind deutlich eher ein Typ, genau. Noch ein paar alte und unsere neuen 1940er. Die sind deutlich besser. Die wir übrigens mal einsetzen könnten, fällt mir gerade auf, ne? Wir können ja mal hier hinfliegen. Die mittleren Bomber könnten wir eigentlich auch einsetzen, wo ich gerade drüber nachdenke. Also warum nicht? Alle mal darüber. Und ihr macht hier Ground Attack, ja. Und wir versenken gerade die ganzen japanischen Konvois. Das könnten auch sogar Transporter sein mit Truppen, das weiß ich nicht. Und jetzt mal ein testweise Angriff auf diese Provinz. Let's go. Wird das funktionieren? Wir haben jetzt hier Luftwaffe. Wir verlieren ein Flugzeug durch Luftabwehr. Sie haben theoretisch deutlich mehr Flugzeuge hier, aber die sind noch nicht aufgestiegen. Wie läuft diese Schlacht jetzt hier? Wir haben keinen Luftsupport, sie haben 172, das ist nicht so, wie das laufen sollte. Aber wir sind da. Wir sind präsent. Sie sind gut eingegraben, ist unser Luftsupport auch da. Sie sind scheinbar auch da, ohne dass ich das sehe. Aber sie bekommen deutlich mehr Support, unser Support ist eher schwach. Ja, das wird gar nichts. Das können wir vergessen. Also auch mit unserem kleinen, feinen Luftsupport wird das hier gar nichts. Aber in der Verteidigung können wir ganz gut helfen. Das ist okay, aber sie haben deutlich bessere Flugzeuge, nehme ich an. Naja, das ist nicht ideal. Wir können unser Bestes geben, aber das Beste ist manchmal einfach nicht genug. Wir verlieren vier lettische Konvois. Das wären vermutlich unsere Supplies gewesen, leider. Das ist das Traurige. Das wären unsere Waffen gewesen. Und wir bekommen 5 Fighter aus Kuba, leichte Panzer und Fighter aus Lettland. Dankeschön. Ich muss echt sagen, die helfen mir wirklich sehr. Ziemlich cool. Und Japan besiegt gemeinsam mit Großbritannien die Russen. Krass. Aber Japan hat eigentlich keine wirklich realistische Chance, irgendwie zu gewinnen. Gerade mit dem neuen Supply-System gibt es eigentlich überhaupt keine Chance, hier durchzubrechen. Also gar keine. Also wirklich tatsächlich die UdSSR zu besiegen mit einem Angriff von Osten ist impossible. Du kannst ihnen halt höchstens viel Land wegnehmen und sie sehr einschränken, aber du wirst auf gar keinen Fall hier durchbrechen und dann gewinnen. Sevastopol ist gefallen, weil die Briten da gelandet sind, okay. Das kann natürlich dann eher schon ein Sieg sein. Mal schauen. Sie greifen ja wieder an. Wir haben ganz erfahrene Einheiten und inzwischen ist das ganz cool. Das ist ganz cool. Aber ja, ich denke, das war es von dieser Session. Ganz am Ende noch ganz kurz ein Wort in eigener Sache. Und zwar gab es hier vor wenigen Tagen, also nicht hier, aber in New York State,
diesen schlimmen Anschlag von einem White Supremacist in einem Supermarkt. Und wenn man sich anschaut, wie das passiert ist, wodurch das passiert ist und durch welche Inhalte, dann geht meine Bitte an euch raus, dafür online zu schauen, auf solche Dinge zu achten und sie immer als solche zu benennen und auch zu kontern, wann ihr nur könnt, denn das ist einfach eine Pflicht, die wir alle haben in diesen Spaces, die wir uns teilen. Und das wäre einfach wichtig, an dieser Stelle mal das gesagt zu haben. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge weiter mit der ganzen Sache hier. Es läuft nicht ideal, aber wir werden sicher irgendwas machen können. Wir werden sicher irgendwie das noch drehen können. Wir werden sicher noch irgendwie hier zurückschlagen können gegen die Deutschen. Wir werden noch irgendwas machen können gegen die Amerikaner. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin. Vielleicht werden sie abgelenkt sein. Wir können auch durchbrechen. Es gibt verschiedenste Optionen. Wir werden sehen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.